Deutschland sucht den Superstar-Star Menderes Bakschi trat am Sonntag im ZDF-Fernsehgarten auf. Dort performte er seinen neuen Song Nano. Statt Lob hagelte es im Anschluss allerdings jede Menge Kritik für den Sänger. Viele Zuschauer konnten an seinem Auftritt scheinbar keinen Gefallen finden und verbreiteten ihren Unmut auf Twitter. Dort machen sich die User über seine Stimme und sein neongrünes Outfit lustig und verfassen böse Kommentare. Dafür bin ich nicht besoffen genug. Menderes singt Popschlager auf Deutsch. Entweder habe ich einen Hirnschlag oder definitiv jetzt alles gesehen. Ganz schön fies. Glücklicherweise wird Menderes von vielen seiner Fans verteidigt. Die loben auf Twitter vor allem sein Durchhaltevermögen. Wir erinnern uns. Menderes tritt bereits seit 2002 in verschiedenen Fernsehformaten auf. Er wurde zwar nie zum offiziellen Superstar bei Deutschland sucht den Superstar, dafür aber 2016 zum Dschungelkönig und zum Let's Dance Favoriten.